Direkt nach dem letzten Video war ich ja so motiviert, dass ich gleich mit der farblichen Gestaltung angefangen habe. Es war mega einfach, schwarze und weiße Acrylfarbe zu mischen, um damit einen angenehmen Grauton zu erzeugen. Das hat gleich mal beruhigend gewirkt und mega Spaß gemacht, wie schnell doch hier eine Holzunterlage zu einem sehr ansehnlichen, ja, Untergrund wird. Sehr ansehnlich ist übertrieben. Es geht hier darum, mit wenig oder leichten Mitteln, einfachen Mitteln, ein wirklich schöneres Ergebnis zu erzeugen, als einfach nur eine angemalte Platte in Grün, einheitlich. Und ich denke, das geht alles in die richtige Richtung. Meine größte Sorge war, diese Schräge, diese Steigung, die wirklich notwendig ist, um mit den funkgesteuerten Autos von oben nach unten zu fahren, so zu gestalten, dass sie einigermaßen realistisch aussieht. Ja, das war ein kleines Abenteuer, aber seht selbst, wie es weitergeht. Und damit herzlich willkommen in meinem gemütlichen Modellbahnkeller. Wie ihr seht, war ich schon wieder fleißig. Es hat sich viel getan. Manche Verzweiflung hat sich in einem wirklich schönen Ergebnis aufgelöst. Daher viel Spaß, wie es geworden ist. Ganz stolz bin ich auf meine neuen Mauerteile mit dieser blauen Rolle, die ja wirklich ganz klasse aussehen. Ich habe hier einfach braun, grün und rot gemischt und da kam eine sehr schöne, ja, interessante Farbe dabei raus. Hier versuche ich auf Gärung diese Mauerplatten zu sägen. Ihr seht auch gleich warum. An dieser Stelle noch etwas in eigener Sache. Viele von euch haben mich gefragt, wo man denn jetzt zum Beispiel diese Bandsäge kaufen kann oder die kleine Kreissäge oder wo es die Rollen hergibt. Nochmal für die Allgemeinheit. In den Kommentaren, beziehungsweise, nee, Kommentare ist genau das Falsche. In der Videobeschreibung habe ich alle Sachen, die ich toll finde, verlinkt. Da könnt ihr einfach draufklicken. Die Links gehen ausschließlich zu eBay oder zu Amazon. Wenn ihr da draufklickt, nur dass ihr Bescheid wisst. Ich bekomme dafür eine kleine Provision, aber für euch ist es nicht teurer. Ihr tut mir da sozusagen einen Gefallen, wenn ihr auf diese Links klickt. Und wenn ihr jetzt bei eBay seid und ihr wollt doch irgendwas anderes kaufen, bekomme ich sogar auch eine Provision. Daher das jetzt ein klein bisschen Werbung in eigener Sache. Ja. Es ist einfach nur so, dass ich ja sehr viel Einzelbeantwortungen mache, wo denn jetzt welche Sachen herkommen. Und ja, ich wollte das einfach nur noch mal erwähnt haben, um auf die Videobeschreibung zu kommen, müsst ihr am Handy einfach nochmal auf den Titel klicken, weil es wirklich schwierig ist, dort hinzukommen. Oder wenn ihr beim PC euch das anschaut, bitte einfach auf Mehr ansehen klicken und dann kommt man zur kompletten Videobeschreibung. Ja, also auch wenn es euch jetzt gelangweilt hat, dieser ganze Prolog, es war mir einfach wichtig, das nochmal zu sagen, weil einige Kommentare kommen, wo ich denn was gekauft habe und vielleicht, ja, könnt ihr dann direkt auf die Videobeschreibung klicken. Alles klar, das dazu, das war es jetzt aber auch. Ja, nachdem ich meine Mauerplattenstücke ein bisschen winklig angesägt habe, um sie eben um die Kurve zu verleimen, ja, kann ich sie jetzt auch wunderschön außen an diese ja, sehr unrealistisch wirkende Straße anpassen. Die Bleistiftstriche sind einfach dafür da, um hier auch die Schräge ein bisschen mitzunehmen. Es ist nicht hundertprozentig, aber es geht nur darum, dass wir ein bisschen höher sind als die Straße. Es sollte auf gar keinen Fall auf gleicher Ebene sein. Hier sieht man sehr schön, dass ich jetzt die Teile außen mit Kreppband ja, anklebe, sodass wir dann eine, ja, so eine homogene Platte haben, die wir schön um die Straße herumschmiegen können.
Als nächstes werden diese einzelnen Elemente schön verleimt. Also ich mache hier ein bisschen Leim in diese Ritzen rein, werde das dann noch so ein bisschen verschmieren und hoffte zu diesem Zeitpunkt sehr, dass dieser Plan auch aufgeht. Ich habe sowas noch nie gemacht und habe einfach nur darauf gebankt, dass tatsächlich das Ergebnis so ist, wie ich mir das vorstelle. Ja, hier war ich noch guten Mutes. Bis dahin hat alles wirklich fein funktioniert. Und ich dachte doch nicht, dass ich später ein kleines Problem bekommen würde. Denn wenn man jetzt von oben drauf schaut, hat man natürlich durch diese schräg geschnittenen Teile eine ziemlich große Lücke. Ich habe das einfach mal ignoriert und mal weitergemacht mit der nächsten Mauerplatte, die ich dann von innen an diese, ja, an diese sehr steile Straße herankleben wollte. Was das Kleben dieser Styrodurplatten bzw. Hartschaumplatten angeht, ihr wisst, Heißkleber ist momentan ein ganz hoch im Kurs bei mir. Im Gegensatz zu Styropor, was sich überhaupt nicht mit Heißkleber kleben lässt, weil es sofort dahin schmilzt, hat man bei einer Styrodurplatte ein bisschen bessere Karten. Styrodur schmilzt zwar auch mit Heißkleber, aber es hat einen viel höheren Schmelzpunkt. So kann man, wenn man vorsichtig ist, tatsächlich Styrodur mit einem Heißkleber kleben. Ich habe das jetzt erstmal grob herangehalten, um zu schauen, ob es überhaupt wirkt. Dann habe ich mir gedacht, ich brauche ja hier auch so etwas wie eine Brücke, weil es soll ja auch ein bisschen realistisch aussehen, habe mir hier so ein MDF-Brettchen zugeschnitten. Danke für eure Kommentare. Ich weiß jetzt auch, dass es MDF heißt. Und da ich so eine schöne Kreissäge habe, wo ich sehr feine Sachen mit sägen kann, habe ich mir gedacht, ich könnte doch damit auch ein Geländer bauen. Und habe hier auf dieser Brücke, auf der zukünftigen Brücke, mir angerissen, wo denn die Geländerpfosten sein sollen. Das war so der Plan, dass das auch schön parallel ist. Dann habe ich mit dem Stift bin ich hier rüber gegangen, um einen gleichmäßigen Abstand zu haben für die Löcher. Ja, und wie ihr seht, es sind Schaschlikspieße, die Pfosten meiner Wahl. Sie sind vorne sehr schön abgerundet. Ich habe jetzt hier einen Bohrer genommen, der einen Tick kleiner ist als diese Schaschlikspieße und habe jetzt hier einfach mal an den vorgezeichneten Kreuzungspunkten wunderschöne Löcher reingebohrt. Die Spieße haben einen Durchmesser von 3,5 mm und ich habe einen Dreierbohrer verwendet. Das heißt, wenn ich sie mit der Spitzenspitze reinstecke, schießen sie mir nicht durch, sondern ich kann hier wunderbar mit Sekundenkleber arbeiten und dann diese Spieße sehr, sehr sauber und gerade befestigen. Ja, die getrockneten Spieße sollen ja auch in der gleichen Höhe abgeschnitten werden. Deswegen habe ich hier einfach den Stift auf den Boden aufgelegt und es mir dann wunderschön markiert. Und wusste dann auch, wie hoch sie sein sollen. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich sie zuerst beschneiden sollte und dann reinstecken sollte oder erst reinstecken und dann beschneiden. Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, diese fertigen Pfosten vorher zu gucken, wie lang sie sein sollen und dann einzeln zu beschneiden und danach schon fertig gekürzt einzustecken. Da meine Pfosten 8 mm aus der Brücke rausragen sollen, habe ich mir hier einen kleinen Vierkantholz genommen mit 8x8 mm Stärke und hier mit einem 4 mm Bohrer durchgebohrt. Das wird meine Schablone, sodass alle Pfosten gleich hoch aus der Brücke herausragen. Ja, und so sieht das jetzt aus. Unten haben wir die Spießchen rausgucken und oben haben wir die kleinen Pfeiler oder Pfosten. Und die lassen sich jetzt, diese Spießchen unten lassen sich jetzt sehr leicht mit der Kreissäge einfach wegsägen. Wieder mal bin ich ganz begeistert. Ohne diese kleinen Hilfsmittel
Wäre alles viel schwieriger zu bewerkstelligen. Und es macht wirklich Spaß, wie präzise man hier arbeiten kann. Und jetzt kommt auch schon unser Brückengeländer drauf. Ich habe mir hier von der Firma Pearl, ich habe es nicht verlinkt, Sekundenkleber geholt. Und zwar gibt es Flüssigsekundenkleber und Gelsekundenkleber. In dem Fall finde ich Gelsekundenkleber viel einfacher, weil er auch ein bisschen Selbsthaftung hat. Ja, aber das kann jeder selbst entscheiden, was ihm lieber ist. Ja, auch Schaschlikspieße sind leicht verzogen. Da habe ich mir jetzt hier mit einer Wäscheklammer geholfen und ganz sanften Druck ausgeübt, sodass auch alles schön hält. So, und gleich seht ihr wieder den Grobmotoriker bei der Arbeit, wie er sich nicht traut, irgendwie dieses kleine Stückchen Holz auf diese Pfeiler draufzusetzen. Im Endeffekt ist es mir glücklicherweise doch gelungen. Und das ist das Rohbau-Endergebnis. Ich musste natürlich sofort wieder meine Lieblingsomnibus draufstellen, um zu gucken, wie es wirkt. Und voller Motivation ging es weiter. Ich habe hier mit einem Tesa Crepe mir geholfen und diese Mauernplatte ein bisschen in Biegung gebracht. Und hier schon, wie gesagt, vorsichtig mit Heißkleber einzelne Punkte gesetzt, sodass ich diese Mauerplatte sehr schön an der Innenseite der Straße fixieren konnte. Wie gesagt, also ich bin am besten damit gefahren, wenn ich vorher schon auf der Holzseite, also auf der Straßenseite, etwas Heißkleber hingebracht habe, es leicht abkühlen ließ und dann erst mit der Styrodurplatte, also der Hartschaumplatte, angedrückt habe. So hatte ich überhaupt keine Schmelzverluste der Platte und es war ein sehr, sehr schnelles, sehr stabiles Endergebnis da. Dann habe ich auch noch meine dicken Mauernplatten zusätzlich an der Straße fixiert, um hier eine richtige Stabilität auf beiden Seiten der Straße zu erzeugen, dass nichts wippt oder federt, wenn hier ein funkgesteuertes Auto drüber fährt. Und natürlich musste ich auch gleich wieder spielen und ausprobieren, wie mein Bus hier runterfährt. Es hat traumhaft funktioniert und ich war mal wieder total glücklich. Da musste ich auch gleich wieder hochfahren. Das macht einfach nur Riesenspaß, ihr Lieben. Und als nächstes habe ich meine Brücke eingesetzt. Ihr wisst schon, dieses tolle, selbstgebaute Ding. Meine Heißklebepistole ist auch schon richtig heiß. Es dampft wunderbar. Und ich habe gescheit Heißkleber drunter gemacht und die Brücke quasi von unten an dieses Holzbrettchen angeklebt. Und es hält bombig mit diesem Holzheißkleber. Und das Spielkind muss natürlich auch diese Brücke gleich mal ausprobieren, ob sie auch hält, ja, wenn hier so ein uralter Mercedes-Bus drüber fährt. Ich kann gar nicht oft genug sagen, wie sehr diese kleinen Dinger Spaß machen. Wie ihr seht, habe ich jetzt an der hinteren Seite der Mauer einen Platz und ich wusste gar nicht, wie sehr man sich dann völlig ohne sich Gedanken zu machen daran macht, hier eine weitere Fläche entstehen zu lassen, die dann natürlich auch wieder schön gestaltet werden kann. Ich habe hinten diese Holzklötzchen und diese restlichen Mauernteile reingelegt, um eine Ebene zu erschaffen, die quasi in der Waage ist sozusagen und auf keinen Fall schräg sein sollte, weil da würde ich schon gerne irgendwas draufstellen. Ja, und schon haben wir eine neue Fläche für eine tolle Augenweide geschaffen.
Und weil ich es mit der Genauigkeit nicht so habe, habe ich einfach hier mit diesem Fertig-Moltofil die Ritzen ein bisschen zugespachtelt. Ich bin auch kein großer Spachtler, das ist nicht so mein Ding. Vor allem ist es immer so ein bisschen Sauerei, aber in dem Fall war es einfach nötig. Es wäre ja furchtbar und fatal, wenn mir hier kleine Figürchen oder was auch immer hineinfallen würden. Und daher habe ich mich jetzt mal dazu hinreißen lassen, hier nicht mit Modellbaugips, sondern mit diesem Fertigspachtel zu arbeiten. Man muss es nicht mischen, es trocknet relativ zügig, wenn man nicht zu viel auf einmal nimmt. Und für mich war das jetzt hier das Mittel der ersten Wahl. Und dennoch hatte ich immer noch das Problem, bei diesen dicken Mauernplatten jetzt hier eine Stirnfläche oben zu haben, die alles andere als schön aussieht. Ich habe mir dann überlegt, ich nehme so eine alte Styrodurplatte, 1 cm dick und schneide gerade Schnipselchen und so schräge Schnipselchen ab. Die schrägen Schnipselchen sind für die Kurven und die geraden für die geraden Panelstückchen. Ich rede gerade etwas mystisch. Ich hoffe, es wird klarer, wenn ihr seht, wofür ich diese kleinen Dinger benutze. Na, da kommt ja schon die richtige Videosequenz. Ich habe einfach jetzt gedacht, ich mache oben auf diese Stirnseite kleine Styropor-Schnipselchen lasse sie so aussehen, als wenn das quasi die Mauerabschlussplatten oben drauf wären. Es sieht natürlich nicht realistisch aus, aber es ist auf jeden Fall allemal besser, als wenn man hier diese kleinen Zwischenräume sieht, beziehungsweise dieses hässliche Gelb durchschimmert. Yippie, fertig. Und jetzt hier noch so ein Abschlusssteinchen gesetzt und wieder mit Fertig-Moltofil leichte Unebenheiten. Das ist ja hier diese Holzplatte, die da nach unten geht. Leichte Unebenheiten jetzt hier noch ein bisschen rausspachteln, dass man hier mit dem LKW oder Bus auch schön geradeaus durchfahren kann. Ich habe gleich mal eine kleine Burg da drauf gestellt. Ich hatte sie noch übrig und wie ihr ja wisst, auch wenn es euch schon nervt, spielen darf nie zu kurz kommen. Ich muss ja direkt mal ausprobieren, ob mein toller Bus mal wieder runterfährt. Und er hat es mit Bravour geschafft. Es macht jedes Mal eine Freude. Ich bin euch wirklich nicht böse, wenn ihr hier das Video überspringen möchtet. Ich weiß auch nicht. Ohne Worte. Ich bin halt einfach so. An dieser Stelle hätte ich gerne einen Holzsteg bis zu meiner Burg geschaffen. Ich habe dann geguckt bei Faller und Co., ob ich hier eine Fußgängerbrücke fertig kaufen kann als Bausatz. Dieser Bausatz war so um die 30 Euro. Das war mir dann doch etwas zu teuer. Und nachdem ich ja diese wunderschöne Maschine habe, habe ich gedacht, ich baue mir einfach mal so eine Fußgängerbrücke selber. Ja? Sie entspricht natürlich nicht ganz so den Vorstellungen des perfekten Modelleisenbahners, aber es ist einfach schön, etwas selber zu bauen. Diese zwei Längstraversen sind 1 x 5 mm. Ich konnte sie ja sehr schön zusägen. Solche kleinen Leisten fertig zu kaufen sind unfassbar teuer. Wenn man sie selber heraussägen kann aus einem etwas größeren Vierkantstückchen, ist das wirklich klasse. Diese kleinen Holzstückchen habe ich jetzt einfach in einer Breite geschnitten, die mir als Fußgängerbrücke sehr
ja, realistisch vorkam. Ich habe auch darauf geachtet, dass zur Not auch einer meiner Unimogs über diese Brücke drüber fahren kann. Das wäre sehr schön. Dann habe ich hier auch eine Möglichkeit. Die Wäscheklammern halten meine zwei Quertraversen im rechten Winkel nach oben, dass sie auch von alleine stehen. Hier kommt wieder mein Gel-Sekundenkleber zum Einsatz. Und ich habe jetzt, ihr wisst, das ist nicht meine Stärke, versucht, diese kleinen Querbretter auf diese Längstraversen draufzukleben. Es ist mir irgendwie gelungen, seht selber. Aber ich war nicht flink wie eine Gazelle, sondern eher, ach nee, ich glaube, das entbehrt jedem Vergleich. Ich stell mal wieder auf schneller. Und schon kann ich das letzte Brettchen einsetzen und habe hier einen wunderschönen Steg, aber noch ohne Geländer. Aber er passt auf jeden Fall von der Länge drüber. Und ja, dafür, dass er selbst gemacht ist, macht er mich sehr stolz. Und ja, ich lege erstmal los und ich gestalte diese Brücke farblich, weil nach so viel Fitzelarbeit brauche ich wieder etwas für den Grobmotoriker, was mich ein bisschen motiviert und schneller vorangeht. Und mit der übrigen Farbe habe ich noch die restlichen Moltophil weißen Stellen ja, farblich nachbearbeitet, dass alles auch sehr schön homogen aussieht. Jetzt werden meine schönen Abschlusssteine auch noch farblich gestaltet. Dieses Styrodur-Blau-Grau wird jetzt quasi eingefärbt in einem ähnlichen Braun wie die Mauer. Ich glaube, ich werde nachher noch mit einer schwarzen oder dunkleren Farbe drüber gehen, sodass das hier so ein bisschen verwittert aussieht. Ich bin da nicht sehr gut drin, aber alles ist besser als eine grün angemalte Platte. Ihr wisst Bescheid. Ja, auch der Touring-Bus vom Falacar-System darf auch mal zur Geltung kommen, auch wenn auf dieser Anlage das Falacar-System keinen Platz hat. Es hat sich für kleine Anlagen für mich nicht als wirklich sehr geeignet erwiesen. Trotzdem gefallen mir diese Einblicke, was mit diesen einfachen Mitteln einfach daraus geworden ist. Dann habe ich in der Ebene 1 noch ein paar Mauerplatten gesetzt. Da bin ich nicht wirklich weitergekommen, aber es ging einfach darum, hier Stück für Stück ja, grob schon mal zu wissen, was man denn gerne tun möchte. Und ihr seht, wie stümperhaft ich hier gearbeitet habe. Es ist einfach nur eine Spielbahn. Ja, man kann es nicht anders sagen. Hier führt quasi die Straße hinten unten heraus. Ich habe versucht, hier eine schräge, ja, Tunneleinfahrt zu bauen. Vielleicht kann man hier noch etwas schöner von außen das als Tunnel gestalten. Aber ja, das kommt alles später. Da bin ich nachher noch bestimmt für das Feintuning. Da gibt es hier bestimmt noch gute Ideen auch von euch, wie ich hier weitermachen kann. Und jetzt geht es wieder ans Malen, Malen, Malen. Hier erstmal mit grauer Farbe überall da, wo kein Grün sein muss. An der Stelle sei noch gesagt, wenn ich auf Plastik malen muss, hat sich diese Faller-Straßenfarbe als unfassbar gut herausgestellt. Sie ist zwar sauteuer, aber haftet dafür auf jedem Untergrund. Eine Acrylfarbe haftet beispielsweise nicht auf Kunststoff oder auf Resopal. Deswegen bin ich froh, auch diese teure Fallerfarbe gekauft zu haben.
Nach dem Austoben mit dem Pinsel habe ich mich wieder an die Fitzelarbeit gemacht. Mein kleiner Fußgängersteg, der auch von einem Unimog befahren werden soll, können darf, ja, deutsche Sprache, soll jetzt auch noch ein Geländer bekommen, das auch nichts und niemand herunterfällt. Dazu habe ich jetzt wieder diese Holzbrettchen mir zugesägt, wie gesagt in 1 mm Stärke, 10 mm Höhe und versuche jetzt dort drauf ein Geländer aufzukleben. Wieder mit unserem Sekundenkleber von Pearl und ich bin da, ja, ich denke, ich fahre damit ganz gut. Zusätzlich habe ich hier diese Wäscheklammern zum Festmachen. Das macht auch sehr viel Spaß. Nach ungefähr 30 Sekunden habe ich hier eine gute Fixierung erreicht, was meinen Wurschtfingern sehr entgegenkommt. In der Mitte des Steges kommen jetzt auch solche kleinen Brettchen hin. Somit habe ich 6 Punkte, wo ich dann jetzt schon diese fertig geschnittenen Schaschlikspieße einfach oben drauf kleben kann. Ich habe die Spieße bewusst etwas länger gelassen, weil ich noch nicht wusste, wie ich die Brücke verankern will und wo genau ich sie hinmachen will. Aber das ist ja kein Problem. Mit unserer kleinen Kreissäge können wir eine sehr schöne Stirnseite zurechtsägen. Früher habe ich versucht, mit einem Seitenschneider diese Holzstäbchen zu beschneiden und das sah einfach nicht schön aus. Ich habe sie mehr zusammengedrückt, als auseinanderzuschneiden. Und schon wieder darf ich spielen. Ganz begeistert bin ich, dass mein kleiner Unimog wunderschön in diesen Steg hin und her fährt. An manchen Stellen hakelt es noch, aber das sind Kleinigkeiten. Im Großen und Ganzen ist der Plan aufgegangen. Im Übrigen bitte ich zu entschuldigen, wenn ich einige Sequenzen einfach auf Zeitraffer stelle, also viel schneller stelle. Ich mache das nur deswegen, weil ich davon ausgehe, dass es euch einfach ein bisschen auch langweilt, wenn alles so langsam und mühsam geht. Und das würde auch den zeitlichen Rahmen des Videos sprengen. Daher, es ist keine Faulheit von mir, sondern einfach nur, dass ich euch ein unnötig in die Länge gezogenes Video ersparen möchte. Ja, und hier kann ich auch schon ausprobieren, ob ich mit meinem wunderschönen TEE-Zug auch geschmeidig über meine Anlage fahren kann. Und wie ihr seht, funktioniert das Ganze prima. Hier war kurz der Ausblick vom Inneren des Tunnels. Und ja, wie ich finde, funktioniert alles traumhaft gut, so wie es geplant war. Und wenn ein Plan funktioniert, wisst ihr ja, lieben wir das. Und da ich nie weiß, welche Häuschen ich jetzt benutzen sollte, mache ich immer ab und zu ein paar Fotos, welche Szenen besonders schön aussehen, um zu gucken, was am besten auf die Anlage passt, bevor ich dann mit der Beleuchtung der Anlage anfange. Ihr seht auch, es fehlen Männchen, es fehlen Bäume, es fehlen Büsche und Sträucher und ganz viel Feinkram, der Jahre benötigt, um hier eine wunderschöne Anlage herzuzaubern. Und das ist ja das, worauf es bei uns ankommt, das Bauen und Basteln an unserer Anlage, sodass alles perfekt wird und optimiert wird und die Menschen gerne zuschauen, wenn sie mal eine solche Anlage zu Gesicht bekommen. Ich liebe das Motorengeräusch der Analogloks. Ich liebe es, wenn die Wagen über das M-Gleis brettern. Das ist für mich der Sound, auf den es ankommt. Ich kann vollkommen verstehen, wenn irgendjemand noch ein Gepfeife oder irgendwelche anderen geräuschvollen Gimmicks aus der Konserve gerne mag. Ich für meinen Teil finde es unfassbar schön, hier die Elektromotoren zu hören, den Duft zu haben und einfach nur der Geräuschkulisse lauschen zu können.
Hier kann eine idyllische Stadtpassage, Altstadtpassage entstehen. Ich finde, es ist ein sehr schöner Bildausschnitt, der zeigt, dass hier schon ein Tick Gemütlichkeit in der Anlage eingekehrt ist. Selbstverständlich ist hier noch viel zu tun und viel zu machen, aber es geht alles in die richtige Richtung. In diesem Sinne sehen wir uns gleich beim Schlussprolog. Hier noch ein paar Bildchen von der Anlage, wie sie jetzt Stand Ende des Videos ist. Und ihr seht mal wieder, dass ich hier meine Fahrkünste als Busfahrer immer besser unter Beweis stellen kann. Ich weiß, hier ist noch viel Luft nach oben, aber die Grundidee, möglichst realistisch über die Anlage zu fahren mit einem funkgesteuerten Bus, ist schon mal geboren und ich werde immer besser. Ja, realistisch ist anders. Ich voller Ehrfurcht schaue ich auf eure perfekten Anlagen. Auf YouTube gibt es ja unzählige mega feine Beispiele, wie sehr man ins Detail gehen kann. Ihr wisst, ich kann damit nicht konkurrieren. Es ist die Gemütlichkeit, die mich antreibt. Aber das wisst ihr ja auch. Daher sehe man es mir nach, wenn nicht alles so unfassbar realistisch ist, wie es denn sein sollte. Es geht hier um den Spaß. Es geht darum, neue Menschen, nette Menschen dazu zu bewegen, sich diesen tollen Hobby anzunehmen. Ich hoffe, es fruchtet ein bisschen. Gerade zu dieser Weihnachtszeit ist das Thema Modelleisenbahn eines der in meinen Augen aktuellsten, die es gibt. Zumal ja auch der 2. Dezember, der Tag der Modelleisenbahn ist. Hagen von Ortloff hat diesen Tag ins Leben gerufen, was ich ja unfassbar klasse finde. Eine mega schöne Idee und die Woche davor und die Woche danach wird quasi der Modelleisenbahn gehuldigt. Dem Gefühl, den tollen Modellen und der wunderschönen Atmosphäre, die unser Hobby verbreitet. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Vielleicht sehen wir uns vor Weihnachten nochmal, ich weiß es nicht so genau, aber falls nicht, trinkt einen Tee, trefft euch mit netten Menschen und habt eine wunderschöne Zeit und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!